Willkommen zurück bei Divinity Original Sin 2. Wir haben in der letzten Folge hier noch ein bisschen den Strand erkundet, sind nochmal gegen Böse. Waren wir hier schon? Weiß nicht. Ah, okay. Gegen böse Krokodile angekämpft. Und können uns jetzt eigentlich der Story mal widmen wieder. Halt! Moment. Ja, wir bleiben locker. Aber wir hatten doch noch den einen besiegt. Wie hieß er? Molik? Rennt voll durchs Feuer, okay. You've just arrived, isn't that right? Ihn fragen, warum er das wissen will, bestätigen, dass dem so ist. Sagen, dass du mit einer Gruppe unterwegs bist, sie aber wegschicken kannst. Warum willst du das wissen? It's just, I've a proposition. Something very worth knowing. But it's hardly a group affair. I only need one. Ihm sagen, dass du kein Interesse an Dingen hast, die deine Freunde nicht hören dürfen. Naja, Freunde ist ein bisschen zu viel gesagt, ne? So lange kennen wir uns ja noch nicht. Sagen, dass du mit einer Gruppe unterwegs bist, sie aber wegschicken kannst. Aerotürk. Turk? Etwas, was wir wissen sollten, aber mit einer Gruppe funktioniert das nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihm trauen soll. Wenn der uns dann nämlich angreift, sind wir ganz schön am Arsch. Ich meine, er hat ja so einen fiesen Stab auf dem Rücken. Oh, noble. But after the magisters take you all, your nobility will have been for nothing. Good luck with your friends, though. Enjoy your last days in good company, won't you? Okay. Ich vertraue dem irgendwie nicht. Weiß ich nicht. So, die Dame, die war hier oben. Na gut, sicher. Irma, die haben wir noch nicht gefunden, die Kleine. Aber so hieß ja auch keine von denen, die wir da vorher schon mal irgendwo am Strand gefunden hatten, ne? Also ganz vor der Burg, ich meine jetzt hier oben. Guck mal, da hinten ist noch eine Leiter. Da geht's runter. Ach Quatsch. Ach, okay, da geht's aber bloß auf den Vorplatz. Don't disturb me again, unless you've seen Migo. Ja, Migo, den haben wir gesehen. Dich entschuldigen und sagen, dass du ihn nicht gesehen hast. Fragen, warum sie nach ihm sucht. Dich an den Verrückten am Strand erinnern und sagen, dass du ihn gesehen hast. Jo. You have seen him? Tell me, where was he? Beschreiben, wo du ihn getroffen hast. Ihr aber sagen, dass sie vorsichtig sein soll. Irgendetwas mit ihm hat nicht gestimmt. Ihr besser die Wahrheit erzählen und sagen, dass du dich geirrt hast. Du hast ihn nicht gesehen. So. Was kosteten die 12? Ja, wir haben zu keinen von beiden eine besondere Beziehung. Wir haben ihn schon getroffen. And you're very sure it was him. Den Ring als Beweis geben, deine Meinung ändern und sagen, dass du dich wahrscheinlich geirrt hast. Nicken, du bist dir sicher. Ihr den Ring als Beweis geben. She inspects the ring closely.
600 DP. This can't be. You said he was upon the beach, yes? I need to have a look myself. This simply can't be. Sehr gut. Ah, hier ist auch direkt eine Leiter. Hab ich gar nicht gesehen. Ach doch, da waren wir doch schon. Aber da ging es ja da unten nicht weiter. Wobei sie da runterspringen konnte, aber bei uns ging das nicht. Tja, wir gehen erstmal zu den. Ja, zu der Hauptaufgabe. Und gucken mal, wie es da weitergeht. Moment. Ich würde mich gerne von der anderen Seite nähern. Halt! Ach, Mist. So this is Fort Joy. Surely you have one. What a crumbling disaster. Crab, snake face. Worse than war rations, these. Amuro. Hey. Leave him be. Don't make me say it again. Lagerführer Griff. Listen, I can help you if you just... Den sollten wir doch finden. Shut up, Elf. Sagen, dass der Elf schwer verletzt zu sein scheint und fragen, warum er hier eingesperrt ist. This clown caught him stealing from my kitchen. Still won't say where he stashed my supplies. Sound like someone you'd let off with a slap on the wrist. Fragen, wieso er weiß, dass er der Schuldige ist. Ihn fragen, was gestohlen wurde. Supplies, crate of food, citrus in particular. He'll talk or he'll die quiet. Einen Vorschlag machen. Du bringst ihm seine gestohlenen Sachen wieder und Griff befreit Amuro. Dich fragen, ob er wirklich jemanden wegen Obst umbringen würde. Griff sagen, dass er kein Recht hat, einen Mann hier unter so schlechten Bedingungen einzusperren. Wir machen mal den Vorschlag. All I want is my supplies. Happy to let this clown die in a gutter instead of my kitchen. Bring back my crate and you got yourself a deal. Ain't been here long, have ya? No one gets to have it all. No one starves anyone else. He twirls his knife between his fingers. Divine's gone. This blade is the only god watching over Fort Joy. Und wir sagen noch, dass er kein Recht hatte, jemanden unter so schlechten Bedingungen einzusperren. Wahrscheinlich auch egal hier auf der Feste. Listen up. Back off. Not like this. There's too many of them. Rückzieher machen und das Thema wechseln, ihm sagen, dass du ohne den Elf nicht gehst. Then it looks like you ain't leaving. Oh oh. Ups, das wollte ich nicht. Oh fuck. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eine Bogenschütze noch da oben. Shit, so wollte ich das gar nicht. Das war nicht meine Idee jetzt. Ich wollte mir seine Vorräte beschaffen. Unmöglich davor stürmen. Kriegt der nämlich von allen Seiten irgendwie was ab.
Shit, ey. Oh je, ich glaube, das wird in die Hose gehen. Oh fuck. Ihr verdammten Wichser. Ich habe das fast schon gesehen, das war mir schon klar, aber dass da direkt eine draufballert, von denen hätte ich nicht gedacht. Nein! Oh fuck. Das wollte ich echt nicht. Oh Gott. Gott sei Dank verfehlt. Bisschen fehlt noch. Ja, lauft alle erstmal sinnlos hin und her. Sehr gut. So, mach die mal platt. Nice. Kritischer Treffer, immerhin. Würde ich auch mal mit denen am liebsten hier nach oben gehen. Wie kann ich denn Sibylle aufwecken? Ich glaube, sie ist wieder wach geworden. Geht nicht. Glory is mine. Show yourself. Shit. Du fieser Drecksack, ey. Da kommen wir erstmal da raus. Könnt ihr doch mal hier unten so in die Ecke stellen, oder? Dummerweise bloß so angegriffen. Oh Gott. Oh nein. Lass Sando in Ruhe. Der kratzt mir gleich ab. Blub. Da hau ich doch erstmal den kaputt.
Jawohl. Ja! Schon und nochmal und weg mit dem. Stufenaufstieg. Ja, alle voll geheilt. Ja! Gott sei Dank. So, du bleibst mal schön da hinter der Ecke. Ach nö. Fuck. Shit, jetzt hab ich Amiro getötet. Ach du Scheiße. Aber ich könnte zwar neu laden, spiele aber trotzdem weiter und will, ja, so doof wie es ist, aber mit den Konsequenzen leben. Shit. Kann ich den nicht wiederbeleben? Irgendeiner von denen hatte eine Schriftrolle der Wiederbelebung. Irgendwo hatte ich noch eine gefunden. Stimmt, der Idiot hier unten, den lebt ja auch noch. Okay, der reicht ganz gut aus. So. Hatte keiner von denen eine Schriftrolle der Wiederbelebung? Rolle der Regeneration. Hatte das echt keiner von denen? Ich dachte, wir hatten doch hier. Lose hat die Schriftrolle der Wiederbelebung noch. Probiere ich nachher mal. Jetzt lass doch mal den armen Sandor in Ruhe. So, Faxen, Dicke, weg mit dir. Ziel ist ungültig. Probieren wir anschließend mal, ob wir da das, den Käfig aufkriegen. Außer Sicht. Oh, guck mal, da ist ja noch jemand. Der ist neu. Erstmal schlafen legen.
So, Hilde. Geh mal wieder schön aus dem Weg. Ich glaube aber, die Schriftrolle der Wiederbelebung geht bloß bei eigenen Partymitgliedern. Nice, beide erwischt. Weg. Einfach mal draufhauen. Hin und haus und weg damit. Ach du Scheiße. Komm mal weg da oben. Halt doch. Warte mal, erstmal looten. Muss nochmal durchs Gift. Schmiedehammer, du hast einen Schmiedehammer gefunden. Drücke auf einer beschädigten Ausrüstung rechte Maustaste und wähle reparieren aus. Vielleicht klappt es ja mit der Wiederbelebung. Dem auch alle ein Level ab. Griffs Schlüssel. Aha. Vielleicht kriegen wir damit das Schloss auf. Das Wappen. Mist. Einmal nicht richtig geguckt, ne? Schon am Arsch, ey. Wie doof. Ach, Mist. Das ging voll nach hinten los. Kann ich eigentlich die Minimap? Ach, guck mal, die kann ich sogar rein und raus zoomen. Habe ich noch gar nicht probiert. Genau, wir müssen wieder runter an den Strand. Machen wir mal. Oh, fuck. So scheiße und so tragisch, wie es ist, aber ich möchte trotzdem weiterspielen, auch wenn das richtig doof ist. So. Spitzsterz. Aha. Just as you're about to address the lizard, the Red Prince bars you with an outstretched arm. Oh, der Herr. This man is a dreamer. As you know, I need a word with him. You may wait here while I speak.
Nun gut, ihm sagen, dass er deine Erlaubnis hat. Sagen, dass du mit der Echse reden wolltest und das auch tun wirst. And so you shall. After me. Was? This is vital. Nee, davor. Gut, er kann mit diesem Träumer reden, wenn es sein muss. Can I indeed? How very gratifying. Ah, nicht dafür. He bids the dreamer stand up and pay attention, which he does in a groveling and awkward manner. The dreamer then chews and swallows a handful of Drudenay leaves before slipping into a trance-like state. He falls asleep. To your surprise, the Red Prince lies down and follows suit. After about half an hour, they wake up and begin to discuss what they saw in their dreams. Okay. The Red Prince pinches the bridge of his nose in apparent irritation before turning his back on the jabbering dreamer. Lächeln und ihm sagen, dass du bei den Weisheiten, die er gerade erfahren hat, einfach mithören musstest. Sagen, dass du nicht wusstest, dass Echsen so viel Wert auf ihre Nachmittagsschläfchen legen. Jawohl. Zweitens. You receive a withering glance in response. Was? A deserved bit of sarcasm, I suppose. But though this sting-tailed fellow may be a less than stellar specimen in the firmament of dreamers, the dreams themselves prove to be quite elucidating. Turns out I'm being hunted by an enemy I didn't know actually existed. The myth-shrouded House of Shadows. The dreamers, though, they're on my side. And they've visions of me on the throne. Oh Gott. Ihm sagen, dass du von Visionen nicht viel hältst. Laut überlegen, ob dieser Thron die Attentäter wert ist, die offenbar mit ihm verbunden sind. Ihm sagen, dass du von Visionen nicht viel hältst. That's because you haven't seen that other world in all its glory. It is majestic, fit for a prince. Oh Gott. Oh, I was born with the promise of an empire, and that promise will be kept. But to keep it, I must find a second dreamer, a greater one, a more experienced traveler of the dream world. Ich kann dir mal ein paar verpassen, dann kommst du in deine eigene Traumwelt, Junge. Bahara is her name, and she resides in the swamplands east of the fort. So, let us make our escape and venture there post haste. Oh, das weiß der Herr. Östlich der Feste. Im Sumpfland. I could tell you all about swamp dreamers too if I chewed that much. Also jetzt kann ich ihm noch ein paar hauen oder nicht? Oh, do hold your prickly tongue. Der alte pennt schon wieder, ey. This looks like the crate I'm after. But where are the contents? Markierte Kiste. Wir sollen aber immer noch mit ihm reden, oder? Ich meine, da ist noch so ein... As you're about to aufstehen. Touch the lizard, Sibyl cups your chin between thumb and index finger, then guides your eyes to hers. Oh, Sibyl ist wieder nicht so gut drauf. Listen, I need to have a chat. With this here morsel of flesh. He has wronged me once, but may just do right by me this time. Ja, du hast keine Einwände, ihr sagen, dass sie das Gespräch führen soll. Jawohl, mach ruhig. To your surprise, Sibyl proceeds to throttle the unsuspecting lizard with one hand, as she drives the tip of her needle into his lower belly with the other. Then, the questions commence. Ach, Sibylle. Lass doch mal die Nadeln weg. You hear him yelp about the master, lone wolves, and a man called Griff. Ja, diesen Griff sind wir schon begegnet. Then, quite suddenly, there's blood everywhere as Stingtail falls to the ground, face first into his own intestines. Oh. Sibyl heaves a sigh of satisfaction, and as she wipes her needle clean, shoots you a cursory look. Chat's over. Sibylle. How dare you strike down a dreamer? Oh, ich geh kaputt. Such as ihr macht mich noch fertig, Leute. And Doublesen, something on your mind? Zu erfahren, verlangen, warum sie Spitzsterz gerade brutal getötet hat. Das würde ich ganz gern wissen, Sibylle.
sagen, dass du noch einmal darüber nachdenken musst, ob du mit ihr unterwegs sein willst. Sie ist eine Psychopathin. Nö, finde ich nicht. Zu erfahren verlangen, warum sie Spitzsterz gerade brutal getötet hat. Das wäre ganz lieb. It's simple. He scarred me, so I scarred him. Extensively. Wichtig. Ach, was soll's. She defies you with devilishly innocent eyes. Can you blame me? Sagen, dass du das auf jeden Fall kannst. Das war kaltblütiger Mord. Zugeben, dass deine Reaktion vielleicht ähnlich gewesen wäre, wenn jemand dich so vernarbt hätte. Stimmt auf alle Fälle. There it is. I was wondering when your spying would make an appearance. Gut, ich sehe da parallel. Anyway, what's dead is done, so let's move on, shall we? Despite my high hopes, this scar disfigures me still. Sie fragen, was als nächstes kommt. Zustimmen, machen wir weiter. Boah. You know what? I'm feeling a bit peckish. And Stingtail mentioned a cook, as it happens. Fellow named Griff. Sibylle, falls du dich erinnerst, vor 10 Minuten haben wir gegen die Bande dort in der Küche gekämpft. Da lebt keiner mehr. Da sieht's aus wie im Schlachthaus. Two birds, one stone. How about it? Okay. Ich würde sagen. Eine Angel. Ah, schade. Kann man angeln im Spiel? Das wäre schön. Nee, ist aber bloß eine Waffe. In dem Fall ein Speer. Okay. Ungewöhnlich große Orange. 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 So, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Hier ist ja einiges los. Ich gehe kaputt, ey. Das war eine Folge, aber wie gesagt, wir leben einfach mit den Konsequenzen. Wenn wir gestorben wären, hätten wir es natürlich nochmal spielen können. So halt nicht. Pech gehabt. Ja, hier ist schon einiges los. In dieser Freudenfeste. Und ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht mit unserer leicht psychiatrischen Gruppe. Ah, cool. Jetzt können wir auch den Heiltrank mitnehmen. Und der Rest wird auch nicht mehr von ihm im Anspruch genommen. Das ist ja toll. Bratpfanne. Bratpfanne dient als Einhandstreitkolben. Okay, das ist super. Na gut, wir machen hier aber einfach beim nächsten Mal weiter. Da geben wir dann auch die neuen Levelpunkte aus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal.